du wolltest zuerst Abstand, also. Naja, so stimmt das ja wohl nicht. Und außerdem darf ich mir keine Sorgen mehr um dich machen? Christian, weißt du, mach, was du willst. Ist mir echt zu blöd. Das fasse ich jetzt nicht. Charlie hat uns eingeschlossen. Jetzt gucken Sie nicht so bedrückt, Rebecca. Manche Menschen muss man eben zu ihrem Glück zwingen. Mal gleich einschließen. Die beiden lieben sich, die müssen sich nur mal aussprechen. Und wenn sie das gerade nicht können, sich tatsächlich die Köpfe einschlagen? Ach Quatsch, die beiden sind erwachsen. Die werden schon miteinander reden. Hm? Das ist mir jetzt echt zu blöd, du. Oh, Heimwerkerkönig, hier. Christian. Aber Sie gehen nicht dran. Das wäre grundverkehrt. Die beiden müssen sich jetzt auf sich konzentrieren und alles rauslassen. Ich sage nur, reinigendes Gewitter. Tu doch nicht so überrascht. Ist doch alles deine Idee hier. Du glaubst, ich würde deine Tante fragen, dass die uns hier einschließt? Adam vorgestern versucht, sich mit dieser CD an mich ranzuwanzen. Ist jetzt überraschend hier aufgetaucht. Und warum sollte ich das machen, du Schlauberger? Um mir zum tausendsten Mal anzuhören, dass du mir nie verzeihen wirst? Ich weiß, dass ich Scheiße gebaut habe, aber hast du einmal darüber nachgedacht, warum ich mich an dem Abend so betrunken habe? Jetzt ist auf einmal meine Schuld, dass du mit Jessica geschlafen hast. Nein! Du hast immer wieder damit angefangen. Du willst ein Kind und am besten sofort. Und irgendwann hatte ich halt das Gefühl, dass es dir überhaupt nicht mehr um uns geht, sondern nur noch um dich. Wir hatten eben unterschiedliche Lebensentwürfe. Das ist ein ganz klarer Trennungsgrund. Vergiss es doch nicht. Wahrscheinlich liegen sie sich längst in den Armen und wissen gar nicht mehr, weshalb sie sich eigentlich gestritten haben. Spätestens morgen früh. Schließlich können sie sich nicht aus dem Weg gehen. Fiedler von der Couch in die Küche. Und jetzt wollen wir ein bisschen über das Thema Kaffee trinken reden. Genau, aber jetzt geht es um das Thema Gesundheit. Was passiert denn eigentlich, wenn ich Kaffee trinke in meinem Körper? Ich werde wacher, ich werde konzentrierter. Ich mache mir jetzt erstmal noch Rührei. Ich bin insgesamt vielleicht auch besser gelaunt, wenn ich dran gewöhnt bin, an ein bisschen Kaffee. Ich würde dann noch schlafen gehen. Tu dir keinen Zwang an. Das ist ja echt heiß, das hier. Ich will Pizza essen. Ich hab Hunger. Das wird geklaut.
Kaffee? Danke. Glaubst du, wir haben noch eine Chance? Was denkst du denn? Na, wie geht's euch? Wir haben Frühstück mitgebracht. Immerhin lebt ihr noch. Mach sowas noch einmal und wir sehen uns nie wieder. Oh, das Risiko gehe ich ein, Olli. Ich würde so einiges tun, um zu verhindern, dass ihr eure Beziehung einfach so wegwerft. Charlie, was weißt du schon von Beziehungen? Ich weiß, dass ihr beide euch liebt und zusammengehört. Und ich weiß auch, was es heißt, allein zu sein. Wenn alle unsere Bemühungen ins Leere laufen, wie geht es dann weiter? Hey, hey, hey! Da bist du ja, super. Dann mach ich mal Feierabend. Anna? Nein, nicht schon wieder. Ach, komm schon, bitte. Hey, du hast doch was gut bei mir. Wenn wir einfach nicht merken, was wichtig ist, wenn wir nicht mehr wissen, gegen wen oder was wir kämpfen. Dann zahle ich dir sogar Feiertagszuschlag. Guck mal, das ist doch total cool. Ich feiere, du kriegst Feiertagszuschlag. Wenn wir uns ablenken, weil wir die Fragen genauso fürchten wie die Antworten. Hau schon ab. Viel Spaß. Den werde ich haben. Ganz bestimmt. Wenn wir ahnen, dass wir selbst unser schwerster Gegner sind,